Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Da ja der kleine Mats hier immer noch krank ist, habe ich mir gedacht, mache ich wenigstens das Video vor seiner Box, dass er ein bisschen im Bild ist und dass er ein bisschen Aufmerksamkeit hat. Das braucht er nämlich. Ja, heute geht es um meine Springausrüstung. Ey! Ich werde oft gefragt, mit welcher Springausrüstung ich reite. Und habe ich gedacht, ich kann ja jetzt eh nicht reiten. Habe ich Zeit, das alles mal ordentlich zu sortieren und sauber zu machen und bei der Gelegenheit einfach auch mal hier vorzustellen. Und ich werde es jetzt einfach mal alles, ich hoffe, in einer geordneten Reihenfolge, wie ich mein Pferd fertig mache. Ich hoffe, das kriege ich hin. Vorstellen und ins Bild holen und hoffen, dass er das nicht alles anknabbert. Nummer 1 ist natürlich eine Schabracke, in dem Fall natürlich eine Springschabracke. Erkennt ihr immer daran, dass die hier vorne so rund ausgeschnitten ist und dem Pferd sehr gut schmeckt. Kannst du mal aufhören? Und eben nicht so lang ist wie die Dressurschabracken. Ich mag sehr gerne schlichte Farben. Unter meinem Video, in dem ich den Transporter gepackt habe, hallo, wurde ich gefragt, wieso ich denn nicht als Springreiter die Chance nutze, bunte Schabracken auf dem Turnier drauf zu machen. Ganz einfach, es gefällt mir nicht. Ich bin ein sehr, sehr schlichter Typ. Also ich renne auch nicht knallbunt rum und würde meine Pferde auch nicht so anziehen. Ich finde die Farben sehr schön teilweise, aber ich würde sie meinen Pferden nie drauf machen. Bin ich einfach nicht der Typ dazu. Ich mag schlichte Farben, gedeckte Farben. Und ja, ich glaube schwarz, schlichter geht's nicht. Darf ich die jetzt hinlegen? Ja? Als nächstes natürlich der Sattel. Und zwar Lumpi. Ihr merkt, der ist überhaupt nicht ausgelastet, wie auch. Hier liegen jetzt zwei Sattelgurte drauf. Ich reite natürlich nur mit einem. Aber das hier ist unser Wintergurt. Und das ist der Sommergurt. Im Sommer reite ich immer mit Stollengurt, auf den Turnieren natürlich, weil es einfach für mich eine Frage der Sicherheit ist, dass eben der Bauch ordentlich geschützt ist gegen die Stollen. Und wie ihr seht, okay, sieht man jetzt hier nicht so gut, der Stollengurt ist um einiges kürzer als dieser normale Gurt, den habe ich immer im Winter drauf, weil im Winter ist er doch etwas dicker und da passt der Sommergurt einfach nicht. Aber im Winter ist ja auch Quatsch, einen Stollengurt zu verwenden, weil wozu? Da reite ich ja nicht mit Stollen. Lumpi reite ich mit einem Prestige-Sattel. Das ist, glaube ich, Prestige Paris. Zum Glück steht das immer drauf. Der Sattel ist super bequem. Allerdings für mich eigentlich nicht ganz so geeignet, da er 18 Zoll hat und ich eigentlich 17 Zoll bräuchte. Aber der Sattel wurde damals für Alex gekauft, weil Lumpi wurde ja damals eigentlich für Alex mal gekauft. Und Alex ist ja doch ein bisschen größer als ich. Und deshalb wurde der Sattel natürlich auf ihn damals angepasst. Und ja, ich komme damit klar. Sieht manchmal ein bisschen ulkig aus vielleicht. Das ist natürlich nicht ganz so das perfekte Sitzgefühl. Aber ich kenne das mit ganz, ganz verschiedenen Satteln zu reiten. Und deshalb ist das kein Problem. Und dann hier meine blauen Bügel, die habe ich von Cremer. Habe ich jetzt seit, vielleicht ein Dreivierteljahr, halben Jahr, keine Ahnung, also noch nicht ganz so lange. Ja, das sieht man jetzt hier nicht so gut, ich werde das dann später nach meiner Detailaufnahme zeigen. Also klar ist jetzt hier schon der Lack ganz schön abgeblättert, aber die sind halt auch normalerweise jeden Tag in Benutzung und für das Geld, die kosten jetzt eben keine 200 Euro, aber dafür kann man jetzt auch nicht erwarten, dass die 15 Jahre lang perfekt aussehen und ich glaube, das sind keine komplett bunten Bügel. Die haben alle ihre Verschleißteile und Verschleißspuren, aber ich finde die trotzdem schön. Als nächstes habe ich hier das Vorderzeug. Das ist so ein ganz einfaches 3-Punkt-Vorderzeug. Das hier ist von Passier. Ist auch schon was älter. Und passend dazu, ich zeige euch die schöne Seite, das ist nämlich noch nicht gewaschen, habe ich immer so ein Lammfell. Das kommt dann mal hier unten drum. Und das ist einfach ganz wichtig, finde ich, dass man das drum macht,
Auf der einen Seite schützt man eben die Haut, weil es ja doch empfindlich ist, wenn das immer schwitzt und dann so ein bisschen reibt hier vorne, dass es dann keine kahlen Stellen im Fell gibt. Und andererseits ist es eben schon schnell möglich, dass sie sich hier mit den Stollen oder Eisen beim Springen in dem Vorderzeug verhaken und dann eben hängen bleiben und nicht landen können. Da können ganz, ganz, ganz schlimme Unfälle passieren. Und mit so einem Lammfell kommen die da eben nicht rein. Das ist nochmal schön geschützt und die rutschen da einfach ab, wenn sie da doch mal irgendwie drankommen. Und das ist immer für mich eine Frage der Sicherheit. Dann fange ich mal bei den Gamaschen mit den vorderen an. Die hier sind von Euro Riding, genau. Und die haben hier innen drin so einen Klettverschluss. Das heißt, man kann die jetzt nicht so dran machen. Also es sind Ledergamaschen und innen so ein Neoprenstoff. Und passend dazu habe ich hier von Christ Lammfellen diese Lammfelleinlagen. Die sind auch noch nicht gewaschen. Muss man nicht zeigen. Und die kann man eben hier ganz einfach so reinkletten. Und dann ist das schön gepolstert, schön weich. Und da kann auf jeden Fall keine Reibestelle entstehen. Die hinteren Gamaschen habe ich von Kentucky. Genau. Die habe ich jetzt erst seit dieser Saison neu bekommen. Weil die alten dann doch ganz schön, ja, alt waren. Da durften auch mal neue her. Das sind einfach so ganz simple, die dann einfach nur hier einmal mit dem Klettverschluss hier so rumgefädelt werden. So sitzen die dann. Und Lumpi bekommt im Training nie welche hinten dran und auch beim Abreiten. Mann, beim Abreiten auf Turnieren nicht. Das bekommt er wirklich erst kurz vorm Start dann dran, dass er da immer schön aufmerksam ist und ja, anders braucht er das auch nicht. Zusammen mit der Trense habe ich dann zwar fast nie in Benutzung, aber immer dabei, zumindest nicht bei Lumpi in Benutzung, ein Fliegenkläppchen. Das ist jetzt, das sogar auch für Mühldorfer, passt voll. Ja, ihr seht auch, da bin ich sehr schlicht unterwegs. Bei Lumpi ist es jetzt im Springen, finde ich, einfach nur eine Schönheitssache, aber nicht so nötig, so ein Häppchen drauf zu machen. In der Dressur sieht das bei mir schon anders aus. Ich habe da bei Rusty immer Häppchen drauf, weil die Fliegen können ja dann schon mal so ein bisschen sehr störend sein. Wenn dann mal doch ein bisschen genervter ist, ist das einfach sehr konzentrationsraubend im Viereck und deshalb bin ich da immer so auf Nummer sicher. Aber auch da eigentlich gar nicht so, weil mir die Häppchenfarben nicht gefallen, bin ich auf dunkel. Sondern weil Rusty eben dunkel ist, von der Fellfarbe her. Was es genau damit auf sich hat, werde ich euch aber später bei meiner Dressurausrüstung noch zeigen, sagen, kannst du das lassen? Also, falls ihr das wissen wollt, wieso ich da Wert drauf lege, gar nicht so wegen der Optik, das hat nämlich einen anderen Grund, schaut auf jeden Fall bei der Dressurausrüstung dann vorbei. Kommen wir. Kannst du mal da nicht reinbeißen? Danke. Kommen wir zur Trense. Alles klar, jetzt ist es weg. Bei Lumpi und auch bei Rusty, aber verschiedene, habe ich Trensen von Hans Melzer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also Hans Melzer ist ja Bundestrainer der Vielseitigkeit. Und die Trensen mag ich einfach unheimlich gerne. Die habe ich bei Rusty jetzt schon 2 Jahre, 3 Jahre fast. Und bei Lumpi jetzt auch seit letztem Jahr. Die sind hier oben so anatomisch geschnitten. Und ganz, ganz weich. Also sobald man die kauft, sind die richtig, richtig weich gepolstert. Auch hier am Nasenriemen. Also ihr seht, ich habe den ganz normales englisch kombiniertes Reithalfter. Kennt ihr, denke ich, von meinen ganzen Videos. Und auch einen schlichten Stirnriemen. Und hier seht ihr, ich habe ein ganz, 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 ganz dickes Gebiss. Ich komme damit nochmal näher ran. Also das ist wirklich so das Dickste, glaube ich, was es so gibt. Der Grund dafür ist einfach, ich bin kein Freund von scharfen Gebissen. Klar sind schärfere Gebisse, also Pelham oder so habe ich bei Rusty ja auch manchmal drin, in erfahrenen, qualifizierten Reiterhänden überhaupt kein Thema. Deshalb traue ich mir das auch zu, weil ich sage, ich habe genug Reiterfahrung, um damit umgehen zu können. Aber Lumpi braucht das einfach überhaupt nicht. Also da brauche ich immer nur eine ganz, ganz weiche Hand. Und da kann ich eben auch mal kurz ein bisschen anfassen, ohne Angst zu haben, ihm weh zu tun. Also deshalb bin ich da eigentlich immer ein Freund von diesen
ganz schlichten, dicken Gebissen. So, das war's auch schon mit Lumpis Ausrüstung. Ich zeige euch das jetzt alles nochmal im Detail. Und dann werde ich euch noch kurz was zu Rustys Ausrüstung sagen. Da ist das nicht ganz so umfangreich, weil da doppelt sich auch einiges, aber das werdet ihr gleich sehen. So, ich denke, dass ich auch bei Rusty Schabracken verwende, ist jedem klar. Deshalb lege ich gleich mal mit dem Sattel los. Auch bei Rusty habe ich einen Prestige-Sattel. Allerdings ein anderes Modell als bei Lumpi. Und zwar habe ich hier den Prestige Versailles. Er ist so mit weißen Ziernähten abgesetzt und hat dubliertes Leder, was einfach richtig, richtig gut ist, weil das sehr griffig ist mit den Stiefeln. Das ist super zu sitzen und generell, ich finde den Sattel so toll. Der ist so angenehm und so weich zu sitzen. Und der ist natürlich auch in meiner Größe, das heißt 17 Zoll. Passend dazu auch mit weißen Ziernähten, obwohl ich den Sattelgurt eher hatte als den Sattel. Das passt perfekt. Habe ich hier von Crema, von, wie heißt das, Claridge House oder so ähnlich. Ihr wisst, was ich meine, ich schreibe euch das nochmal in die Infobox. Habe ich hier diesen Stollengurt auch. Ja, muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Was ich hier richtig cool finde, was der von Prestige leider nicht hat, ist dieser Karabinerhaken, wo man dann einfach ohne viel Aufwand das Vorderzeug einfach hier einklicken kann, einhängen kann. Man hat hier zwar auch nochmal so eine Schlaufe, aber braucht man ja nicht, wenn man den Karabiner benutzt. Also das ist ziemlich cool und sehr einfach. Ich habe hier im Moment gar keine Steckbügel dran. Eigentlich habe ich bei dem Sattel, weil Alex mit denen immer nicht so klarkommt, habe ich da von Prestige welche dran, aber die sind gerade an einem anderen Sattel. Den konnte ich ja jetzt eh schon länger nicht benutzen, deshalb hängt er so leer da. Ich sehe gerade, dass das bei Rusty alles voll perfekt zusammenpasst. Weil auch das Vorderzeug hat so schöne weiße Ziernähte, zeige ich euch dann gleich nochmal im Detail. Auch bei ihm habe ich dasselbe Lammfell, was ich dann immer hier nochmal unten dran mache, dass das alles schön geschützt ist. Habe ich euch ja bei Lumpi gerade eben schon erklärt. Das Vorderzeug mag ich sehr, 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 sehr gerne. Erstmal kurz entfitzen. Und zwar ist das von Greenfield Selection. Und das ist einfach so ein richtig schönes Leder, so ganz schlicht. Das hat auch nicht solche glänzenden Schnallen, sondern so gebürstete silberne Schnallen. Das heißt, die sind matt. Man kann hier das beides schön bequem rausnehmen. Und ich finde, das sieht am Pferd einfach super schön aus. Kann ich euch halt leider gerade nicht zeigen. Aber ich hoffe dann, wenn ich ihn wieder anfangen kann zu reiten. Weil das hier ist natürlich jetzt nicht wie bei Lumpi. Hier oben kommt das nicht in diese Schnalle am Sattel, sondern das kommt hier in den Sattelgurt eingeschnallt. Und weiß nicht, ich finde das total schön. Das ergibt irgendwie so ein schönes Gesamtbild. Nein, Lumpi sieht das anders. Muss man dazu noch was sagen? Was hat er denn mit diesem Lampe? Ich hoffe, er zerstört das nicht. Keine Ahnung. Ja, jetzt hier gerade ohne Zügel, weil ich ihn damit jetzt zurzeit immer Schritt führe und immer Longe dran habe. Rustys Trense reite ich immer hannoveranisch, den kleinen Kerl. Das ist eben auch eine Trense von Hans Melzer, wie vorhin schon angesprochen. Die habe ich eben damals als erstes entdeckt. Die ist leider noch nicht anatomisch geschnitten, weil die schon ein bisschen älter ist. Aber ich finde die total super. Vor allem hat mich hier das Reithalfter so angesprochen, weil das ist richtig dick gepolstert. Also da kann einfach nichts passieren. Und hier auch bei Rusty haben wir zurzeit so ein ganz stinknormales, dickes, einfach gebrochenes Gebiss drin. Und einen schlichten, schon etwas ledierten Stirnriemen.
Für Rusty habe ich normalerweise für ja, Turnier, beziehungsweise für gut, Turnier ist ja jetzt noch nicht so viel gewesen mit ihm, so ganz schlichte weiße Eskatron-Schabracken, die habe ich vor Jahren mal auf Turnier gewonnen und habe die eben für ihn, weil ich das einfach so schön schlicht finde, weil das Weiß spiegelt sich dann halt auch wieder in den Nähten wieder und ich bin eben so ein ganz schlichter Typ und die habe ich nur leider gerade nicht hier, deshalb kann ich es euch nicht zeigen. Aber das ist so seine Hauptausrüstung und das zeige ich jetzt nochmal im Detail. Na? Ihr Lieben, das war's auch jetzt schon. Viel mehr gibt es zu meiner Springausrüstung nicht zu sagen. Außer, dass Lumpy, glaube ich, langsam echt wieder anfangen will. Aber der hat noch einige Wochen Gips vor sich und dann erstmal langsam wieder anfangen, zu Schritt zu führen und ganz langsam aufzubauen. Bock auf Videos hat er gerade auch nicht so. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch gefallen. Das war mal was anderes. Ich werde das Gleiche nochmal mit meiner Dressurausrüstung und mit meinem Turnier-Outfit, mit meinen verschiedenen Turniersachen machen. Einfach um da mal ein bisschen was von mir zu zeigen, was ich verwende, mit was ich reite, was ich für meine Pferde und natürlich auch für mich habe. Jo, und dann verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Lumpy natürlich auch. Ne? Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche mit euren Vierbeinern. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall am Mittwoch zum nächsten Video um 18 Uhr. Bis dahin. Tschüss.